Oha, eine kleine Osterüberraschung für Rosse. Hä? Oh Mann, Leute! Ich kann wieder mal nicht schlafen. Schaut, wir haben wieder 3 Uhr nachts, Leute. Wo sind meine Manieren? Erstmal, schön, dass ihr wieder vorbeischaut hier bei WotzeTV. Habt ihr jetzt schon abonniert? Nein? Du hast auch noch nicht abonniert? Du? Genau du? Dann klickt doch jetzt auf Abonnieren, Glocke aktiv und lasst doch gerne mal wieder 1000 Likes da, Leute. Und natürlich wünsche ich euch heute frohe Ostern, denn heute ist Ostersonntag und da bekommt ihr bestimmt viele leckere Ostereier. Ich krieg nie Ostereier, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich nicht brav genug, keine Ahnung. Frohe Ostern, hier kommt der Osterhase. Eine kleine Osterüberraschung für Motzit. Ob er sich freuen wird? Leute, habt ihr es gehört? Jetzt hat es wieder an der Tür geklingelt. Oh mein Gott, wer klingelt denn um 3 Uhr nachts an Ostern an der Tür? Oh mein Gott, soll ich wirklich nachschauen? Wer könnte es sein? Schreibt es doch jetzt in die Kommentare. Ich gehe gleich mal los. Wer kann das nur sein? Um die Uhrzeit. Oh mein Gott. Nicht, dass Huggy Wuggy ist. Oder Mommy oder Daddy Longlegs. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Öffnen wir mal die Tür, oder? Oh mein Gott. Leute, das ist wieder so ein Koffer hier. Dieser Koffer vom Darknet, Mann. Oh mein Gott. Glaubt ihr, da ist wieder ein Zaubertrank drin? Bitte nicht wieder ein Zaubertrank. Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, ich schaue einfach mal rein. Vielleicht sind auch nur ein paar harmlose Ostereier drin. Schließlich ist ja heute Ostern. Aber ich habe da so eine Ahnung. Aber schauen wir mal rein. Ich bin so aufgeregt, was da drin ist. Oh mein Gott. Dann schauen wir mal rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Tatsächlich ein Zaubertrank. Ob ich den wirklich trinken soll? Der ist so rot. Warum ist der rot? Was könnte rot wieder bedeuten? Ein Hummer? Eine Krabbe? Patrick oder was? Oder ich verwandle mich in eine Tomate? Was könnte das nur für ein Zaubertrank sein? Und wer hat den überhaupt geschickt? Ich weiß es nicht. Aber der ist so blutrot. Ich muss mal dran riechen. Habe ich ein bisschen verschüttet. Hä? Was ist das? Der macht schon beim Riechen ein bisschen aggressiv. Leute, schreibt bitte in die Kommentare, ob ich den wirklich trinken soll. Mir ist da nicht so ganz wohl dabei. Wenn jetzt Ploy oder Comeback hier wären, die würden mich bestimmt davon abhalten.
Aber ich bin heute leider wieder allein. Und Leute, ihr wisst ja, ich bin immer so neugierig. Ach, wisst ihr was? Ich trinke das jetzt einfach. Es kann doch nicht so schlimm sein. Schließlich ist ja Ostern. Vielleicht verwandle ich mich auch in ein rotes, großes Ei. Also, ich probier's mal aus. Prost. Ich muss ins Bad. Ich bin plötzlich so rot und so weiß im Gesicht. Das macht mich so aggressiv. Ich sehe aus wie dieser rote Panda aus Turning Red. Vielleicht, wenn ich mich beruhige, wird es wieder besser. Aber ich kann mich nicht beruhigen. Ich fühle mich so wütend. Es macht mich einfach wütend. Oh, ich brauche noch so einen Trank, ich brauche noch mehr. Oh, Leute, ich brauche mehr zu trinken. Oh, hi. Ich brauche mehr zu trinken, ich habe so einen Durst. Ich habe so einen Durst. Ich brauche mehr von dem Trank. Vielleicht beruhigt er mich wieder. Was? Oh Mann, Leute! Mein Gott, Leute! Ich hatte echt einen komischen Traum. Ich habe echt geträumt, ich wäre jetzt rot aus dem Film Turning Red gewesen. Wahnsinn, ey! Was für ein Traum! Aber das ist ja unmöglich, sowas. Ich hoffe, euch hat das heutige Video trotzdem gefallen. Natürlich wird heute auch wieder jemand gegrüßt. Ich würde sagen, der Gruß ist hier. Hier ist der Gruß. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Eiersuche. Ich hoffe, ihr findet wirklich viele, viele Ostereier oder Schokohasen. Ich würde sagen, dann schaut doch gern wieder beim nächsten Video rein. Also, bis dahin. Tschüss, euer WhatsApp.